Ich möchte mich gerne Elisabeth Niggemann anschließen, insofern als, was ich mache, auch ein gewisses Experiment ist. Ich spreche nämlich absolut gar nicht über meine Institution. Meine Institution sehen Sie da auf der rechten Seite. Ich leite das Jüdische Museum in Frankfurt. Wir befinden uns in einem großen Erneuerungsprozess und hoffen, nächstes Jahr in diesem schönen Rothschild-Palais auf der rechten Seite einziehen zu können. Auf der linken Seite sehen Sie Erneuerungsbau. Das heißt, ich bin gerade mit einem Bauprojekt beschäftigt. Aber über das alles kann ich Ihnen gerne in der Kaffeepause erzählen. Mein Thema ist jetzt ein anderes. Und meine Perspektive ist auch als eine andere. Ich spreche jetzt eher als Literaturwissenschaftlerin. Die Frage, der ich nachgegangen bin, ist die, wie kommt es eigentlich, dass ein Geschehen wie die Vernichtung der europäischen Juden maßgeblich erforscht, erinnert und institutionell bewahrt wird in Einrichtungen wie dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington und Yad Vashem und nicht in Europa, in derselben sozusagen mächtigen und präsenten Form, obwohl es natürlich ein europäisches Geschehen ist. Das ist meine Frage. Und ich habe mehrere Begründungen dafür, die meisten sind historisch und deswegen ist das jetzt ein historischer Rückblick. Ich möchte also zunächst auf die Dokumentationstätigkeiten der Shoah eingehen, wann geschah was, und möchte dann sozusagen die Entwicklungen nachvollziehen, wer sich darum kümmerte, und ganz zum Schluss einen Ausblick geben. Und da sind wir dann im Digitalen auf den Bereich der Portale, die entstanden sind. Zunächst muss man sagen, die Dokumentation oder das Zeugnis über den Massenmord geschah während des Massenmordes. Und zwar in einem sehr viel breiteren Ausmaß, als lange bekannt war. Sie sehen, am bekanntesten ist vielleicht der Augenzeugenbericht von Jan Karski 1942-43 aus dem Lager Izbica. Jan Karski arbeitete damals für die oder war Teil der polnischen Untergrundarmee und rapportierte an die polnische Exilregierung und hat sozusagen schon 1942 relativ genau gesagt, was in den Vernichtungslagern geschah. Des Weiteren haben wir, das ist ein wirklich bedeutendes Archiv, das Onek Shabbat-Archiv aus dem Warschauer Ghetto, auch bekannt als das Ringelblum-Archiv. Es wurde bewahrt, da sehen Sie diese sozusagen halb rostigen Kannen, Milchkannen im Warschauer Ghetto selbst, ist jetzt zu sehen in Warschau beim Historical Institute und hat sozusagen dokumentiert, und das war Teil sozusagen dieser Untergrundorganisation, die haben es als sich zur Aufgabe gemacht, während des Geschehens so viele Dokumente wie möglich einzusammeln und zu bewahren. Das andere, was Sie da oben drüber sehen, ist das sogenannte Auschwitz-Skizzenbuch. Man weiß nicht, von wem es stammt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich denke, dass man den Zeichnungen, die unmittelbar in den Lagern entstanden sind, und es waren viele, und auch sie wurden sozusagen versteckt, sehr viel genauer nachvollziehen kann. Oder sie bilden sehr viel genauer häufig ab, was geschah, als Fotos, die im Nachhinein gemacht wurden. Und unten sehen Sie eine von vier sehr bekannten Bildern, die vom Sonderkommando in Auschwitz gemacht wurden. Das Sonderkommando waren diejenigen, die sozusagen die Leichen aus den Vernichtungen, aus den Gaskammern entfernen mussten. Es gibt diese vier Fotos, die aus den Baracken heraus entstanden sind, die auch versteckt wurden, die heute zu sehen sind, unter anderem im Pullin-Museum, die Grundlage sind für vier bekannte Werke von Gerhard Richter. Und das ist eines von ihnen, was sozusagen im Geschehen der Vernichtung, und das ist ein anderer Blick, als wir ihn heute Morgen gesehen haben, dokumentieren. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, und das ist etwas, was in der Forschung überhaupt erst in den letzten 10 Jahren
in den Blick gerückt ist. Es war mitnichten ein Schweigen unmittelbar nach der Vernichtung, sondern im Gegenteil. Und zwar insbesondere von jüdischen Überlebenden gab es sehr, sehr viele Anstrengungen, festzuhalten, was geschehen war. Es wurde in verschiedenen Ländern, insgesamt 14 Ländern, aber am bekanntesten in Polen, in den Displaced Person Camps in Deutschland und in Frankreich von Überlebenden dokumentiert. Und das heißt Augenzeugenberichte eingesammelt, Memories aufgefordert, sozusagen Berichte zu schreiben und ganz viele Fragebögen ausgeteilt und Überlebende befragt. Und das sind also sozusagen sehr wichtige Dokumentationstätigkeiten, die in dieser Form überhaupt erst jetzt seit kurzem wieder in den Blick geraten sind. Des Weiteren wurden sehr viele Denkmäler errichtet, unmittelbar ab 1946. Viele dieser Denkmäler, und Sie sehen unten ein Denkmal zum Beispiel aus Frankfurt-Zeilsheim, einem Displaced Person Camp, eben unmittelbar bei Frankfurt. Dieses Denkmal ist wieder verschwunden. Es wurde von, und man weiß nicht wohin. Es wurde wahrscheinlich sowas wie 47, 48 errichtet, zusammen mit den US-amerikanischen Streitkräften, um sozusagen zu symbolisieren, ein Erinnerungszeichen zu setzen. Es ist nicht mehr da. Und des Weiteren, und ich habe Ihnen oben ein Bild aus einer Mappe von Lea Grundig im Tal des Todes gegeben, gibt es natürlich sehr viele bildliche Darstellungen, die auch unmittelbar in der Nachkriegszeit entstanden sind. Auffällig viele der Künstlerinnen und Künstler malten figurativ und auffällig viele von ihnen waren Kommunisten. Die weithin bekannteren Dokumente, die wir kennen, entstanden im Zusammenhang mit den großen Prozessen. Und zwar insbesondere mit dem Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Im Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg wurde ja von den 4 Streitkräften anteilig die Anklage geführt. Das heißt, es gab 4 Ermittlungsteams, die im Vorfeld Dokumente einsammeln. Diese Dokumente spielen eine enorme Rolle in der Forschung, also wurden wirklich über Jahrzehnte hinweg immer wieder bearbeitet. Es sind aber in der Regel Täterdokumente. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Perspektive, die der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess setzte, eben sehr stark einer war, die auf Dokumente setzt, das heißt auf Fotos und Dokumente und schriftliche Zeugnisse, nicht auf Augenzeugenberichte. Die Augenzeugenberichte kamen erst wesentlich später ins Spiel, und zwar 1960, 61 im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess in Jerusalem, der setzte sehr stark auf Augenzeugenberichte und zwar von weithin bekannten Zeugen, die vor laufenden Fernsehkameras und direkt im Radio aussagten. Das sind auch heute noch, das ist zum Beispiel etwas, was Yad Vashem zur Verfügung stellt, die Aufzeichnungen aus dem Prozess, wichtige Unterlagen. Auch die bekanntesten Filme, die wir haben, oder die lange Zeit besprochen wurden, waren Filme, die zum Einsatz kamen im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess als Compilation Films. Also das sind auch Filme, die eben von den Befreiten in den befreiten Konzentrationslager, insbesondere in Buchenwald, aber auch in Bergen-Belsen, sozusagen gedreht wurden. Und ach so, zurück zur Frage US-amerikanisches Archiv. Natürlich, die US-amerikanische Anklage spielte eine große Rolle, insbesondere im Hauptkriegsverbrecherprozess. Und mit ihr entstanden, wie gesagt, die ersten Archive und Dokumente, die verwahrt wurden in den NS Documentation Centers, sozusagen der Streitkräfte. Also, hier haben wir, glaube ich, eine erste Antwort auf die Frage. Die zweite Antwort, die ich geben würde, und dazu habe ich jetzt keinen Slide, ist, dass sehr lange in den verschiedenen europäischen Ländern letztlich das Einrichten von Erinnerungsstätten und Erinnerungsorten, das Bewahren von Erinnerung
lokalen Initiativen überlassen wurde, lokalen Initiativen und Vereinen, die in ehrenamtlicher Tätigkeit zumeist sich sehr verdient darum gemacht haben, noch einzusammeln, was einzusammeln war und aufzubauen, was aufzubauen war, die aber sozusagen solitär agiert haben in der Region und nicht unbedingt auch untereinander vernetzt waren. Das heißt, da ist wertvolle Tätigkeit geleistet worden, da ist auch ganz viel online publiziert worden, aber nichts davon entspricht irgendwelchen Webstandards, nichts davon wird auf Dauer bleiben, außer vielleicht im Internet-Archive. Und es hatte längst nicht die gleiche Präsenz und die gleiche Kraft wie das, was zeitgleich in Yad Vashem in Israel entstanden ist und eben in den USA. Man kann sagen, dass eigentlich erst, und das ist interessant, nach Ende des Kalten Krieges nationale Einrichtungen entstanden sind in Europa, und zwar in mehreren Ländern in Europa, die sich der Aufgabe angenommen haben, des Gedenkens und des Bewahrens von Erinnerung. In Deutschland ist das zentral, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die sozusagen die zentrale Einrichtung ist, die für das nationale Gedenken zuständig ist. In Frankreich ist das Memorial de la Shoah. Und auch in Polen ist sozusagen das Auschwitz-Museum, was es unmittelbar schon seit 1948 gegeben hat, erst seit 1999 ein staatliches Museum und seit 2007 jetzt UNESCO-Weltkulturerbe. Gleichzeitig mit dieser Art der, sagen wir mal, Einrichtung von nationalen Institutionen, und das bedeutet damit natürlich auch eine gewisse andere diskursive Präsenz, eine gewisse andere finanzielle Ausstattung und auch ein gewisses anderes Know-how, was die Publikationstätigkeit angeht, entstanden europäische Initiativen. Ganz maßgeblich ist dabei die Taskforce, die sozusagen initiiert wurde von Schweden aus, die International Holocaust Remembrance Alliance, die es seit 1998 gibt, die 2000 mit der Stockholm Declaration on the Holocaust so eine Art, sagen wir mal, ethisches Grundgerüst, würde ich sagen, aus der Perspektive von Holocaust Commemoration für Europa geschaffen hat, was auch von allen den meisten europäischen Staaten unterzeichnet wurde und auch von den USA. Und in dieser Reihenfolge steht auch, dass dann seit 2005 es sozusagen einen internationalen Holocaust-Gedenktag gibt am 27. Januar. Last but not least, das Thema Online-Portale, es geht uns ja um Zugang, spiegelt eigentlich genau diese Entwicklung auch. Wie gesagt, Sie müssen sich dazu denken, die vielen kleinen Websites, die jetzt zum Teil auch schon gar nicht mehr zu finden sind, die lokal aufgearbeitet haben, was lokal geschah. Und seit etwa 10 Jahren finden wir verschiedene nationale Portale, die einhergehen mit diesen nationalen Einrichtungen. In Deutschland ist das etwa das Gedenkstättenportal, das sehen Sie unten links oder rechts, das Verzeichnis der nationalsozialistischen Lager und Haftstätten. Und auf der anderen Seite sind das viele größere Zeitzeugenportale, in denen sozusagen Zeitzeugen Aussagen gesammelt und online zugänglich gemacht werden. Last but not least, Stichwort europäisches Kulturerbe, ja, ich denke, eines der maßgeblichsten Portale, und das wollte ich Ihnen abschließend vorstellen. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Das ist nämlich ein Link zu einem Film, ist die European Holocaust Research Infrastructure, die ein ganz wichtiges Online-Portal, insbesondere für Holocaust-Forschung in Europa. Und jetzt muss kann mir jemand helfen? Ich zumindest den Anfang des Films abspielen, in dem das Portal vorgestellt wird. Ah, danke schön. Bitte. After the Second World War, the remaining sources that could tell the story of the Holocaust, like documents and photos, became fragmented and dispersed. As a result, Holocaust research often took place in isolation. There was no global perspective. Some sources went underground, became hidden. However, immediately after the war, institutions were founded and people started to work on improving access to the sources.
And in recent years, the onset of the digital age has offered new opportunities to bring information and people together. This has led to the foundation of the Erie Portal. The Erie Portal provides online access to information about dispersed and institutionalized Holocaust-related sources. Say you're looking for a document written by the Nazis in German, stationed in Paris, about the seizure of Jewish property. However, for some reason, this document ended up in Warsaw, in an archive described in Polish. Before the Erie Portal, you would probably only have found this document by serendipity. Now, the portal leads you to it. To help you find your way in the portal, which is a large and ever-growing resource, we have applied some road signs and designed. Den Teil können Sie sich selber anschauen. Ich denke, das erste war ein bisschen eine Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.